Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute aus gegebenem Anlass mal wieder ein Commentary. Das letzte Video war Bravo Reviews und es hatte eine einzelne Person geschrieben: Ja, schön, dass du das wieder anfängst, so dieses ja, Auftakt zweiter Staffel, Bravo Review-mäßige, was ja schon mal vor ein paar Jahren irgendwie so Thema war hier auf dem Kanal. Aber mach doch mal wieder ein Commentary, ja? Und Back to the Roots-mäßig und ja, ich habe gedacht, komm, das kannst du mal aufgreifen, diesen Vorschlag. Auch wenn sich da jetzt nicht irgendwie 5000 Leute dafür ausgesprochen haben. Ich mache das einfach auch so, weil ich gerade Bock drauf habe und natürlich einfach, weil, ja, wenn jemand das gerne haben möchte, so warum nicht, ja. Das einzige Problem ist, das hört ihr schon, dass meine Stimme ziemlich im Arsch ist seit gestern. Bin leicht erkältet und ich werde mich ein paar Mal räuspern müssen, weil sonst bricht mir hier irgendwie was ab. Gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben, fange ich einfach mal kurz an, warum ich irgendwie so abgecrackt bin, was das Gaming betrifft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bald keinen Bock mehr habe zu spielen und das liegt vor allem daran, dass Dinge einfach nicht so sind, wie sie sein könnten. Ja, so die Dinge, die wirklich Spaß machen, die sind, ja, sind alle irgendwie schon mal dran gewesen. Es gab jetzt, was weiß ich, jetzt mit Battlefield 5 kommt das eine Millionste gefühlt Battlefield oder generell ein Shooter zum Zweiten Weltkriegsthema raus, wo ich mir denke, so okay, was soll diese Scheiße, ja? Gibt es denn nur diese drei Settings, ja? Irgendwie entweder Zweiter Weltkrieg oder irgendwelcher Future-Scheiß oder irgendwas, was so zur aktuellen Zeit irgendwie stattfindet und dann meistens auch nicht wirklich gut umgesetzt. Ich meine, ich bin vielleicht einigermaßen kreativ, aber ich bin kein Multimillionen-Dollar-Entwicklungsstudio und trotzdem fallen mir aus dem Stegreif Sachen ein, die man wirklich, wenn man die gut umsetzt, mit einem guten, ja, Publisher und mit einem guten, mit einer großen Firma, die wirklich unglaubliche Ressourcen an Geld irgendwie zur Verfügung hat, wenn man das umsetzen könnte. So, das wird ein Millionen-Hit. Da würde man genau wie bei Battlefield 1 sagen, boah, mutig, dass das gemacht wurde, geil, die Leute wären begeistert. Ja, man müsste sich halt ein paar Dinge ausdenken und dann wird der Laden laufen. Ja, ich verstehe nicht, warum einfach immer nur die gleiche Scheiße wieder gemacht wird. Und das ist halt wirklich auch der Punkt, wo ich mir denke, ich habe bald keinen Bock mehr. Ja, wie gesagt, der eine Millionste gefühlt. Zweite Weltkriegs-Shooter steht jetzt in den Startlöchern bald mit Battlefield 5. Ja, was ist jetzt neu? Irgendwelcher Fortification-Scheiß, dass du irgendwelche MG-Stellungen ausheben kannst. Wow. So, das hat man nie gebraucht. Das hat man auch früher nie gebraucht. Das ist einfach unnötig. Das ist einfach diesem Battle Royale und Fortnite-Trend geschuldet, dass jetzt irgendwie mit Verspätung irgendwie gedacht wird, oh, da müssen wir auf diesen Zug noch aufspringen. Anstatt, dass man sich auf die eigenen Core-Elemente bezieht, nämlich einen schönen Shooter, ja, der mal wieder was völlig Neues ist, der, ich meine, das wurde in der Vergangenheit ja auch schon versucht, also man kann jetzt Battlefield zum Beispiel nicht unterstellen, oder EA in dem Fall, dass die es nicht versucht haben. Die haben auch mal versucht, dieses Polizei gegen Gangster Ding irgendwie zu bringen, ist natürlich gescheitert, also wirklich Battlefield Hardline war einer der Shooter, wo ich echt hinterher, also ich habe mir den trotzdem gekauft und habe mir dann gedacht, ey, das ist die größte Scheiße, die man sich vorstellen kann. Ja, wirklich mit Abstand. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die aber einfach nicht gemacht werden. Ich weiß nicht warum. Und stattdessen geht man jetzt wieder auf Zweiter Weltkrieg. Und es kotzt mich dermaßen an. Und wenn ich jetzt mal vergleiche mit früher, wie Spiele früher waren, ja, dass man sich da wirklich übertrieben drauf gefreut hat, dass man das nicht abwarten konnte, bis die rauskamen, dass man dann, wenn die dann da waren, gezockt hat bis zum geht nicht mehr. Alle Leute, die man kannte, haben da auch irgendwie drauf gefiebert, man hat zusammengezockt, man hat zusammen Sachen entdeckt, man hat irgendwie, kam der eine am nächsten Tag in die Schule, ey, hast du das schon probiert, hast du das schon freigeschaltet, oh, hol dir die Waffe, das ist geil. So, es ist einfach der pure Wahnsinn, ja, dass mittlerweile einfach diese Begeisterung so nachgelassen hat. Und ich bin mir immer noch nicht, ich habe mir da vorhin schon Gedanken drüber gemacht, ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob das einfach nur daran liegt, dass ich halt einfach älter geworden bin. Ich bin keine 15 mehr, ich bin keine 20 mehr. So, vielleicht ist es einfach normal, dass man dann irgendwann so nicht mehr so geflasht ist von irgendwas. Auf der anderen Seite weiß ich noch, wie übertrieben ich mich gefreut habe, als Battlefield 1 so der Release-Trailer dann so kam, ja, und wo man dachte so, boah, okay, sie machen Erster Weltkrieg, wie geil ist das bitte, ja. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich werde euch jetzt einfach mal ganz kurz einfach nur so aus dem Stegreif irgendwie sagen, was ich für Ideen hätte, ja, zum Beispiel. Ein richtig gutes Spiel, meiner Meinung nach, im Jetzt-Zeit-Setting ist einfach Battlefield 4. Ja, gab es Anlaufschwierigkeiten, keine Frage. Viele Leute konnten es bei Release dann nicht spielen, so wie sie sich das vorgestellt hatten. Das sind halt andere Problematiken, aber rein inhaltlich vom Spiel, vom Spielgeschehen, von den Möglichkeiten, die man hat, ist Battlefield 4 auf vielerlei Ebene ein sehr geiles Spiel. Warum? Es kamen neue Elemente en masse, ja. Es gab
Es gab einen Haufen Modifikationsmöglichkeiten, was auch einer der Punkte ist, ja, was man unbedingt haben will bei einem Zweiter Weltkriegs- bzw. bei einem Shooter allgemein. Ich sag jetzt Zweiter Weltkrieg, weil ich jetzt gerade schon wieder bei Battlefield 5 bin, wo einfach dieses Modifikationsding natürlich dann mit Mikrotransaktionen und unnötigem, unrealistischem Scheiß halt auf die Spitze getrieben wird und dadurch halt schon wieder scheiße ist, ja. Was meine ich damit? Diese komischen Kriegsbemalungen, die man sich dann holen kann. Ja, kann das ganze Team blau angemalt herumlaufen wie die Blumen Group, einfach nur deswegen, weil einer von 4 Millionen Soldaten im Zweiten Weltkrieg vielleicht so Kriegsbemalung hatte, ja, weil es vielleicht irgendwelche indianischen Eingeborenen waren oder sowas, ja, oder ja, keine Ahnung, ja. Das ist halt einfach nur lächerlich, ja, und das wirkt auf mich so, als ob man da einfach wieder irgendwas möglichst Buntes, möglichst Grelles gemacht hat, um einfach diese ganze Kinder-Community von Fortnite irgendwie abzuzocken. Genau das Gleiche, dass man da auch diese Fortification-Scheiße da möglich gemacht hat, anstatt einfach bei den Core-Elementen zu bleiben. Und dieses ganze Taktieren um Spiele herum, ja, das kotzt mich mittlerweile fast noch mehr an, als die Tatsache, dass da einfach immer nur das Gleiche kommt. Dieses elende Taktieren, weil das eine bedingt das andere, da bin ich mir relativ sicher. Da überlegen sie sich, okay, was könnten wir denn da für Möglichkeiten machen, dass Leute sich abheben können von der Masse und dafür dann entsprechend Geld bezahlen. Okay, was weiß ich, es gab irgendwie 3 Irokesen im Zweiten Weltkrieg, dann machen wir mal die Möglichkeit, dass man, wenn man das irgendwie mikrotransaktionstechnisch irgendwie macht oder sich irgendwie freispielt, dass man sich dann so einen Irokesenschnitt machen kann, dazu blaue Kriegsbemalung, wow, echt klasse, da rennt das halbe Team so rum, absolut realistisch, richtig schön. Oder die andere Tatsache, ja, dass einfach immer versucht werden muss, irgendwelche bekackten Trends irgendwie nachzumachen, anstatt sich auf die eigenen Dinge zu besinnen. Battlefield ist weder PUBG und schon gar nicht Fortnite, aber das irgendwie so zusammenwursteln, damit man da irgendwelche Kinder, die dann irgendwie auf Fortnite irgendwie gedrillt sind, dann auch noch mit abzockt, das ist einfach nur jämmerlich, ja. Und das Ganze dann auch noch verpackt in ein Szenario, das man schon das 4 Millionenste Mal gesehen hat. Wie gesagt, ich bin keine 15 mehr. Ich habe bei Medal of Honor damals mitgemacht. Das war da, wo man wirklich gesagt hat, okay, das ist das zweite Weltkriegs-Shooter-Spiel jetzt aktuell auf der PlayStation 1 damals noch, ja. Mit der MP40, mit der BAR, mit allem möglichen, wo du denkst, so, okay, das ist krass, das ist aus den Filmen, das ist das, hier Soldat James Ryan und so weiter und so fort. Diese ganzen Geschichten. Ist jetzt für den Arsch, kannst du vergessen. Hast du schon 1 Million Mal gesehen, viele Spiele, die auch jetzt nicht so krass rausgekommen sind wie Battlefield. So die Battlefield-Reihe haben auch schon Zweiter Weltkrieg dann irgendwie adaptiert. Es ist halt irgendwann komplett ausgelutscht. Dann gab's Battlefield Vietnam. Dieses Vietnam-Szenario haben sie dann später auch nochmal irgendwie verwurstelt in so einem Add-on für Bad Company 2. Wo du dann schon Spaß hattest und so, aber das hat einfach irgendwie mit dieser ganzen Serie einfach nur wenig am Hut gehabt, das ist einfach irgendwie auch merkwürdig gewesen. Und diese ganzen Punkte, wo du dir dann hinterher denkst, was denken die sich dabei? Also warum machen die nicht einfach mal was komplett Neues, ja? Aus dem Stegreif sage ich euch jetzt einfach mal, wie gesagt, was weiß ich, warum gibt's, wenn ich jetzt mal überlege, wo haben sich in der Geschichte der Menschheit irgendwie Leute gegenseitig mit Waffen das Leben zur Hölle gemacht, ja? Erster Weltkrieg, okay, haben wir schon. Zweiter Weltkrieg, okay, haben wir schon. Verbrecher gegen Polizei, okay, haben wir schon. Wie wär's denn mal mit amerikanischem Unabhängigkeitskrieg? Ich meine, gerade aktuell, wie viele Leute könntest du damit irgendwie ins Boot holen, wenn du irgendwie so ein patriotisches amerikanisches Spiel hast, ja? Wo du sagst, okay, wir kämpfen gegen, ja, nicht irgendwelche nahe Oststaaten oder sowas. Nein, wir kämpfen jetzt einfach mal für unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit gegen das böse britische Imperium. Auf der anderen Seite hast du die ganzen Europäer, die sich sagen, ey, verkackten Amis, so, hier, jetzt hauen wir denen mal richtig irgendwie, zeigen wir mal hier, wer hier die Hosen anhat, so British Empire mäßig und dies und das. So, wie geil wäre das, ja, dann hast du irgendwelche Upgrades, dann kannst du die irgendwie Pferde irgendwie stärker machen, schneller machen, dass sie mehr Schaden aushalten, irgendwie die Muskete kann dann schneller geladen werden, Bajonettaufsatz, irgendwelche Geschichten, dass du so einen Fahnenträger hast, der irgendwelche Boni dann über die gesamte Truppe verteilt, wenn der halt irgendwie die Fahne irgendwie, was weiß ich, auf so einen Hügel bringt oder sowas, ja, oder irgendwelche Kanoniere oder einfach generell die Artillerie, die dann einfach irgendwie schneller schießt, schneller nachladen kann,
Brandmunition hat, was weiß ich, irgendwie Munition hat, die so verbunden ist mit irgendwelchen Ketten, ja, die dann so irgendwelchen Leuten so die Beine wegreißt, so die können dann noch weiter krabbeln, können nochmal geheilt werden oder sowas, ja, aber sind erstmal irgendwie bewegungsunfähig, wenn diese Kettenkugeln da irgendwie die Beine getroffen haben, etc. Oder wenn wir davon reden, warum nicht ein Piraten-Battlefield, Alter? Warum nicht einfach ein fucking Piraten-Battlefield, wo du einfach mit 32 Leuten auf so einem riesigen Schiff bist, das andere Team auch auf einem Schiff oder auf irgendeiner befestigten Insel halt, ja, mit irgendwelchen Türmen und so weiter, und dann hast du da irgendwie 10 Kanonen irgendwie mit unterschiedlich schwerer Munition, unterschiedlichen Geschützklassen einfach, und dann ballerst du gegenseitig dir so das Schiff kaputt. Und wenn du das sturmreif geschossen hast, kannst du mit so einem Enterhaken darüber schwingen. Dann wäre es übelst übertrieben geil, wenn du dann noch irgendwelche Piraten-Sounds von dir geben kannst. Ja, was weiß ich, drückst E und dann machst du irgendwie oder irgendwie. Ja, gut, das ist jetzt peinlich, das muss nicht sein. Das sind auch nur so Beispiele, ja. So, du kannst dein Schiff irgendwie, was weiß ich, so kaputt schießen, sodass das Schlagseite bekommt, ja, dass dann zum Beispiel die Kanonen auch irgendwie umfallen oder verrückt sind, sodass du nicht mehr richtig treffen kannst oder nur noch bedingt. Dann hast du verschiedene Phasen des Sinkens, wo das Schiff dann irgendwie absinkt, oder du schießt irgendwie das Ruder kaputt, dann ist es manövrierunfähig, oder du schießt die Segel kaputt, dann kannst du nicht mehr so schnell fahren, oder weiß ich nicht, du hast verschiedene Munitionstypen, die man freischalten kann, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht musst du dir den Enterhaken erstmal irgendwie freischalten, oder ein Entermesser oder sowas, oder irgendwie, es gab doch diese Pistolen früher, diese Musketenpistolen, wo du vorne noch so eine Axt hast, das heißt, du kannst einmal schießen und danach benutzt du das Ding als eine fucking Axt. Ich meine, wie viele geile Sachen gibt es, die man einfach jetzt nur einfach mal so, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen, ja? So, ich bin jetzt nicht der größte fucking Piratenfan der Geschichte oder sowas, ja. Ich habe vielleicht ein, zwei Filme gesehen, ein, zwei Sachen gelesen, so fertig, ja. Und das ist mein beschränktes Wissen. Und selbst damit fallen mir irgendwie geile Sachen ein. Stellt euch das vor, zwei riesige Schiffe, die aufeinander zufahren, ja. So parallel sich mit den Kanonen beschießen, ja. Und irgendwie, so, das könnte man sogar verbinden. Man könnte dieses Piratenthema sozusagen auch verbinden, weil es war ja genau die Zeit. Das war halt genau die Zeit. Stell dir mal vor, du hast ein Battlefield, wo du die Amerikaner hast, ja, also die Kolonien, die amerikanischen 13 Kolonien, die eben sozusagen den Krieg erklären. Du hast meinetwegen die Briten, die halt gegen die Amerikaner sind, oder ne, diese Rebellen sozusagen. Und dann hast du vielleicht noch eine dritte Outlaw-Partei, wie zum Beispiel die Piraten. Und dann hast du, was weiß ich, ja, gut, das ist jetzt alles nur so aus dem Stegreif, wie gesagt, aber dann kannst du auch von mir aus auch mal eine Map haben, wo drei Parteien gleichzeitig gegeneinander kämpfen. Ich meine, wie geil wäre das? Wie geil wäre das? Vor allem, wenn du die Piraten dann so Underdog-mäßig halt hast, dass die zwar, was weiß ich, die übelst krassen Schiffe haben, aber dafür schnellere, kleinere oder irgendwie, du kannst so viel machen, aber nein, machen wir Zweiter Weltkrieg mit Frauen. Wow, ja, ja. Geil, gab's noch nie. So, super. Ah, Mikrotransaktionen. Die können alle irgendwie Irokesenschnitt haben und blaue Gesichtsfarbe. Wow, ja. Ja, jetzt das kaufe ich mir, genau. Okay, damit soll es das gewesen sein. Das waren einfach nur mal ein paar so Ideen, wie gesagt. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Bock auf Zweiter Weltkrieg habt oder ob ihr die Scheiße auch nicht auch langsam satt seid. Ich meine, ganz ehrlich, einfach um das mal abzurunden, man könnte auch nochmal jetzt Zeit machen, ja. USA gegen den IS, ja? Geht nicht politisch. So, warum nicht? Was heult ihr denn rum? So, gibt's irgendjemand, der Partei für den IS ergreift? Wohl kaum. Ich meine, wenn man Nazis abschlachten darf, kannst du das genauso machen. Ich meine, ich will jetzt hier keine Debatte drüber, wer jetzt schlimmer war, aber weißt du, IS ist auch nicht. So, da kann auch keiner was sagen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wie gesagt, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis dann. Ja, ich hab mal Tee. Bis dann. Tschüss.